Einerseits ist klar, wenn wir Menschen ohne Symptome testen und das Testergebnis negativ ausfällt, dann ist diese Aussagekraft natürlich nicht sehr hoch. Der oder diejenige kann ja in der Inkubationszeit sein und kann später doch noch erkranken. Dieser Test ist ja eine Momentaufnahme. Also ein negatives Testergebnis muss nicht große aussagekräftig sein und kann, und das ist ein Punkt, den wir auch immer wieder betonen, auch zu einer falschen Sicherheit führen.